Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, werte Kolleginnen und Kollegen, ich musste jetzt an mich halten bei der Rede von Frau Karawanski. Wissen Sie, bei uns in Thüringen regiert jetzt schon seit einigen Jahren die Linke. Und die Frauen, die der DDR geschiedenen Frauen, haben des Öfteren auch schon in Richtung Landesregierung einen Ausgleich gefordert. Weil es ist ja auch ein Problem der Landesregierung, weil wir haben ja an der Stelle auch, das ist ein Problem, was nur in Ostdeutschland gibt. Und jetzt ist die Linke dort nicht bereit, auch nur einen Pfennig zu geben. Und also es ist schon unerträglich, was man sich hier anhören muss. Man hört nur Ausreden auch seitens der Thüringer Landesregierung. Und jetzt höre ich das, was hier abgeht. Das ist nicht nur nicht schön, sondern das ist unredlich. Jetzt möchte ich mal ein paar Worte zur Rentenangleichung sagen. Rentenangleichung in Ost und West haben wir in 7 Schritten geschaffen. In 27 Jahren haben wir hier endlich auch die soziale Einheit geschaffen. Und als Thüringer Bundestagsabgeordneter bin ich froh, dass die unionsgeführte Bundesregierung einen konkreten Fahrplan für die Angleichung des Rentenwertes verabschiedet hat. In Zukunft wird die Rente in Deutschland einheitlich berechnet, und davon profitieren in den neuen Bundesländern über 6 Millionen Menschen, die derzeit in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und dieser Schritt ist dringend notwendig. Schließlich ist das Rentensystem das einzige Sozialsystem in Deutschland, das bisher in Ost und West noch nicht angeglichen ist. Und mit der Rentenangleichung schaffen wir noch mehr Rentengerechtigkeit. Der Bund ist sich seiner gesamtdeutschen Verantwortung bei diesem Thema bewusst. Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung erhöht sich zukünftig dauerhaft um jährlich 2 Milliarden Euro. Und damit werden die Beträge und Beiträge zur Rentenversicherung auf längere Sicht stabilisiert. Die beschlossene soziale Einheit im Rentensystem schafft auch mehr soziale Sicherheit im Alter. Herr Kollege, es besteht noch eine Fragebedarf aus der Fraktion Die Linke. Aus der Fraktion natürlich. Da werden noch mehr Fragen kommen. Aber da müssen Sie auch anhalten hier. Sehr gut. So viele Fragen werden nicht mehr kommen, lieber Kollege Weiler. Ich muss Ihnen ja sagen, wenn Sie hier darstellen, dass die Ost-West-Renten angeglichen sind ab dem Jahr 2025, da muss ich Sie schon fragen, ist Ihnen bewusst, dass man im Osten immer noch im Durchschnitt 25% weniger bei Vollzeitbeschäftigung verdient? Dass da auch renommierte Forschungsinstitute sagen, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, die Löhne anzugleichen in Ost an West, und dass wir da die Situation haben, dass wir diese Hochwertung oder Umrechnung, wie man die auch immer nennt, dringend noch braucht, damit dort die Leute im Osten nicht benachteiligt werden. Und nehmen Sie das auch zur Kenntnis, dass es eindeutig ist, diejenigen, die jetzt einzahlen ins System, dann 2025, da gibt es Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung, die werden Sie sicherlich auch kennen, dass die Leute bis zu 100 Euro weniger haben im Portemonnaie als im Westen. Finden Sie das gerecht? Frau Zimmermann, möchte ich Ihnen gerne darauf antworten. Ich war einer derer, die gesagt haben, Vorsicht bei Gleichmacherei. Und Sie, gerade von der Linken, wollten gleiches Recht in Ost und West. Aber wenn man gleiches Recht will, dann muss man auch gleiches Recht ernten wollen. Und wir haben jetzt gleiches Recht, und gleiches Recht heißt, 100% in Ostdeutschland sind 100% in Westdeutschland. Und wenn ich 100% in Ostdeutschland habe, meine ich auch 100% in Süddeutschland und 100% in Norddeutschland. Wir haben ein Lohngefälle von Schleswig-Holstein nach Südbayern, das ist immens. Es wird in Deutschland nie, da komme ich nachher drauf zu sprechen, nie gleiche Löhne in allen Teilen der Bundesregierung geben. Das gibt es nicht. Dafür gibt es auch nicht gleiche Lebenshaltungskosten. Wenn ich in München eine Wohnung, 3-Zimmer-Wohnung haben will, zahle ich
um die 2.000 Euro. Wenn ich in Thüringen eine haben will, bei mir im Dorf in Milda zahle ich Gott sei Dank nur 500. Das sind 1.500 Euro Unterschied. Also das muss man dabei auch bedenken. Und Ihre Gleichmacherei, muss ich ehrlich sagen, hat dazu geführt, dass genau diese Dinge, die Sie jetzt bejammern, dass wir diese Dinge haben. Und ich glaube, an der Stelle sollten Sie sich oder an manch anderer Stelle auch etwas zurückhalten. Und Sie sollten sich auch zurückhalten bei dem Beschimpfen anderer Parteien. Das würde Deutschland helfen, das würde auch Thüringen helfen. Und das hilft uns allen, und besonders auch hier im Bundestag. Die Rentenreform reiht sich damit in eine Vielzahl weiterer Reformen an, die unsere von Angela Merkel geführte Bundesregierung zur Stärkung des Rentensystems in dieser Legislatur auf den Weg gebracht hat. Dazu gehört, und das muss man sich in den Ohren klingen lassen, die Ausweitung der Mütterrente, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, die Einführung der Flexirente und eine Verabschiedung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben unser bestehendes Rentensystem nachhaltig gestärkt. Wir haben unsere Hausaufgaben ernst genommen. Wir haben die gesetzliche Rentenversicherung verbessert, und sie steht gut da. Die Höhe der Renten hat sich sehr positiv entwickelt. In den Jahren 14 bis 17, insbesondere in Ostdeutschland, um 15%. Den aktuellsten Zahlen zufolge wird sie dieses Jahr im Juli nochmal in Ostdeutschland um 3,59% steigen. Insgesamt nähert sich der Rentenwert damit weiter an. Er beträgt mittlerweile schon 95,7% und steigt damit sogar schneller als im Abschlussgesetz vorgesehen. Genau. Unsere starke Wirtschaft und die erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik von der Angela Merkel geführten Bundesregierung machen diese Steigerung möglich. Meine Damen und Herren von der Linksfraktion, regen Sie sich wieder ab. Angesichts dieser positiven Entwicklung ist Ihr Antrag nichts als purer Populismus. Sie versuchen hier wieder mal Ost gegen West auszuspielen, anstatt die gelungene Wiedervereinigung zu feiern. Kurz vor der Wahl mit einfachen Lösungen auf Stimmenfang zu gehen, das finde ich absolut unredlich. Sie fordern in Ihrem Antrag wieder mal Gleichmacherei, die den vielen Lebensverhältnissen in Deutschland eben nicht gerecht wird. Schon immer hat es Unterschiede gegeben in Deutschland. Ich habe es eben schon benannt. Und die Unterschiede wird es auch immer geben. Und es macht eben doch einen Unterschied, ob Sie vielleicht an einem Ort 100 Euro mehr verdienen, aber dafür 300 Euro mehr bezahlen, zum Beispiel an Miete. Sie wollen wieder eine Mauer, innerhalb der Sie alle Menschen aber nur nach Ihren Vorstellungen gleich machen und niemand flüchten kann. Und dies, meine Damen und Herren, ist Gott sei Dank vorbei. Meine Damen und Herren, ich komme nun zu einem zweiten Antrag der Linken, der eine tatsächliche Ungerechtigkeit anspricht. Es geht hier um das Schicksal der in der DDR geschiedenen Frauen und deren Rentenansprüche bei der Überleitung des DDR-Alterssicherungssystems in das bundesdeutsche Recht. Ein Thema, das mir schon lange auf den Nägeln brennt und persönlich sehr wichtig ist. In den letzten 3 Jahren habe ich den Verein der in der DDR geschiedenen Frauen in meinem Wahlkreis in Gera viele Male besucht. Außerdem habe ich Briefe geschrieben, Telefonate geführt und sogar die ehemalige zuständige Ministerin auf diese Frage persönlich angesprochen. Mein Ziel ist es, eine konstruktive und mehrheitsfähige Lösung bzw. Möglichkeit zu finden, das Anliegen dieser Frauen umzusetzen. Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit wurden immer wieder viele Gründe aufgeführt, warum das eben nicht gehen soll. Dazu gehört vor allem der Hinweis auf das geltende Rentenüberleitungsgesetz. Aber leider sind bis heute die Auswirkungen dieses Gesetzes für bestimmte Gruppen unbefriedigend. Der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. hat auf eindrucksvolle Weise wiederholt auf das Anliegen der Betroffenen aufmerksam gemacht. In Gesprächen mit vielen Abgeordneten, Ministerien haben sie sich in ihrer Sache eingesetzt, durch Petitionen sowie in mehreren Verfahren und Gerichtsprozessen auf Landes-, Bundes- und sogar EU-Ebene haben sie für ihre Sache gekämpft. Und dieses Engagement hat mich tief beeindruckt. Und ich habe großen Respekt vor den Leistungen jener Frauen, die oft in hohem Alter viel Kraft aufwenden, um ihre Belange durchzusetzen. Und weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt, habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Tankred Schipanski in einem Brief an die damalige Bundesministerin Schwesig die Forderung gestellt, einen Lösungsentwurf zu erarbeiten.
Dieser ist aus meiner Sicht angebracht. Mir liegt mittlerweile ein Antwortschreiben von der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Elke Ferner vor. Dieses Schreiben ist zwar fast 3 Seiten lang, aber einen konstruktiven Vorschlag finde ich hier leider nicht. Allerdings spielt die Staatssekretärin den Ball zurück zum Bundessozialministerium, das aus ihrer Sicht für die Rentenangelegenheiten federführend ist. Ich muss leider feststellen, dass hier ein SPD-geleitetes Ministerium einem anderen die Verantwortung zuwirft, ohne dabei auch nur ansatzweise einen Lösungsvorschlag zu präsentieren. Aber das hilft den betroffenen Frauen nicht weiter. Und der Hinweis auf künftige Wahlprogramme und ein Gesprächsangebot unter Ausschluss der engagierten CDU-Abgeordneten macht es dabei nicht viel besser. Und aus diesem Grund möchte ich heute an dieser Stelle wiederholt selbst für einen Lösungsvorschlag werben. In unserem umlagefinanzierten Rentensystem leisten Mütter einen wichtigen Beitrag zum Generationenvertrag. Kindererziehungszeiten sollen daher bei der Rente berücksichtigt werden. Und dieser Gedanke ist bereits bei der Mütterrente angewandt worden und sollte nun auch Grundlage möglicher Lösungsvorschläge für die Altersversorgung der in der DDR geschiedenen Frauen sein. Und ein entsprechender kindbezogener Ausgleichsfonds wäre aus meiner Sicht hier eine sinnvolle Lösung. Und nach meinen Recherchen haben der Druck und die Nachhaltigkeit der vielen in der DDR geschiedenen Frauen und vielleicht auch der Druck von Kollege Schipanski und mir dazu geführt, dass sich die SPD jetzt doch einen Schritt nach vorne bewegt hat, was mir spätestens für die nächste Legislatur Zuversicht gibt. Eine Kurzschlussreaktion, wie die Linke hier fordert, ist in einem Monat sicher nicht zu erreichen. Und daher kann ich dem vorliegenden Antrag auch leider nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, soziale Einheit bedeutet eben auch, dass niemand in Deutschland bei der Rente ungerecht behandelt werden darf. Aus diesem Grund werde ich mich auch weiterhin persönlich für eine gute Lösung in dieser Angelegenheit einsetzen, damit den betroffenen Frauen auch nach so langer Zeit endlich geholfen werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Bevor wir die Aussprache weiter fortsetzen, erteile ich dem Kollegen Lenkert für die Fraktion Die Linke das Wort für eine Kurzintervention. Ich betone kurz, wir haben schon eine Stunde Verzug.